Wir haben es angenommen, als der Brand in Notre Dame war, dass wir das hier als Einsatzübung deklarieren. Wir wollen hier mehrere Abschnitte üben, unter anderem natürlich die Brandbekämpfung eines Dachstuhlbrandes mit zwei Drehleitern, die Sie hier gerade im Hintergrund sehen. Wir wollen das Zusammenwirken der Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes, Katastrophenschutz üben. Dazu unterzählt auch die Alarmierung, Kommunikation untereinander und Menschenrettung in Kombination mit Brandbekämpfung. Sie machen das am helllichten Tag, sage ich jetzt mal so. Bei vollem Marktbetrieb ist das auch Absicht, dass Sie sagen, also wir versuchen es unter so realen Einsatzbedingungen wie möglich zu testen? Genau, das ist der Grund, dass man es halt nicht in der Nacht macht, sondern auch wie jetzt. Der Marktbetrieb ist da, die Marktkirche ist gut besucht und genau jetzt ist es dazu, die Übung durchzuführen. Nun kennen Sie ja dieses Denkmal eigentlich auch schon in- und auswendig. Wie sicher ist sie denn, unsere Marktkirche? Die Marktkirche ist sicher. Wir haben auch mit dem Küster gesprochen, auch so rein aus Feuerwehrsicht haben wir erstmal keine Probleme.